Wir kommen heute wieder zu einer Folge in Path of Exile und heute geht es dann weiter im zweiten Teil. Also ich werde jetzt zurückkehren in den fünften Akt und werde dann mit dem Schiff in den sechsten Akt fahren, Teil 2 beginnen. Mal sehen, was da genau der Übergang ist. Genau, also jetzt dann zurück mit dem Schiff nach Verklaas. Also Lili, dann lass uns mal ablegen. Remember, this ain't no charity run. You owe me. Cast off! All right, we're safe for the time being. Now let me introduce myself properly. Lily Roth. Yep, I'm one of those Roths. Some call me smuggler, others pirate. Yet I prefer the sound of nautical entrepreneur. Wipe the Twilight Strand clean of those filthy undead bastards and I'll call us even. Might even throw in a little something extra if you can pull it off. Und Nefarius ist auch schon da. Despite your best efforts, Beast Slayer, a splinter of hope remains. The very seed that brought my beast into existence. The dark ember. Never again shall it birth a life so magnificent as the beast. Yet a residue of that power still lingers. Enough to give us a fighting chance against the ravenous Kitava. How do we obtain this dark ember? Three hearts were silenced. Three hearts must sing again, one last time. In that final flickering of life, our savior's seed shall be born. All I need are three fine souls with which to stoke the flames. Chevron of Umbra, Inquisitor Maligaro, Doldre the Dark Tongue. Three spirits of near unfathomable resilience and vigor, freed with the beast's final exhalation. So let us begin the harvest. Chevron has come home to Axiom. We shall give her the warm welcome she sincerely deserves. Okay, das heißt, die drei, die schon bei der Bestie dort eine Rolle gespielt haben, sind jetzt nochmal zu bekämpfen und deren Seelen einzusammeln. Now there's a pair of eyes I could never forget. If the tales are true, those peepers of yours have seen all the wonders of Rayclass by now. And a few things they likely wish they hadn't. First we hear that Oriath has lost its bloody mind, and then you turn up. Doesn't take a scholar to work out how these two events might be connected. Nessa, I saw her one night, running out across the coast, headed in the direction of the mudflats. Called out to her, but she didn't even turn her head. Maybe she couldn't hear me, maybe she didn't want to, I don't bloody know. I tried to run after her, but she'd vanished into the darkness before my feet had barely touched the sand. Please, find Nessa. Bring her back to us. Also, mal schauen, wie die Küste jetzt aussieht. Oh, die alten Steine. Ob sie etwas Neues zu erzählen haben? Oh, sie haben gar nichts zu erzählen. Ich kann sie gar nicht aktivieren. Okay, ein neuer Endgegner. Statt Feuerfurie ein Hund. Tokuhamas Getreuer. Okay. Den ersten neuen Unique erledigt. Oh. Rus von Abram. Auch ein Unique Endgegner. Okay, dann ist Lily zumindest zufrieden, aber hier scheint der Wegpunkt gar nicht zu sein. Achso, ist klar, das ist bloß eine Area, aber es muss nicht zwingend einen Wegpunkt geben, klar. A wretched sight.
so many drowned Oriathans cast into undeath. You freed them from their torment, and I'm sure they'd be grateful. So, das sind die Morastebenen jetzt. Und der, die Gezeiteninsel. Das heißt, dieses Mal soll ich dann eine Scroll suchen, statt beim letzten Mal ja die Medicine Chest. Mal schauen, von wem sie diesmal bewacht wird dann. Wieder alles herbeirufen können. Naja, zumindest geht es diesmal in die zweite Area. Und 3 Goldies daraus. Your torment is over. Ja, zumindest von einem von denen. Oh, ich habe sogar die Truhe bekommen. Da habe ich ja anscheinend genug von denen gekillt. Muss ich ja jetzt nur noch erledigen. Oh. Springflut. Das ist also der Bossgegner an der Stelle. Und natürlich jetzt gleich noch ein Geist. Das dürfte interessant werden. Boah. Ja, da ist so Fernschaden mit Chaos dann doch ganz praktisch. Vor allem muss ich dann nicht immer ihren Schild runter zu bekommen. Hey, Springflut erledigt. Gut, dann machen wir doch mal den zweiten noch auf. Inzwischen scheint es häufiger zu sein, dass mindestens 2 Abgründe in so einem Level auftauchen. Mal gucken, ob ich mich durchschlagen kann. Boah. Egal, ob ich zum Ende komme oder nicht, der greift mich auf jeden Fall gleich direkt an. Den anderen hat er schon geschnetzelt. Ha. Und den habe ich zumindest schon mal weg. Na, dann mal schauen, ob ich in der Lage bin, hier noch was loszumachen. Noch eine zweite Truhe, sehr schön. So langsam habe ich eine Mischung, dass ich zumindest mit den Dingern einigermaßen zurechtkomme. Aber ich muss aufpassen, dass sie, was sie da in den Boden rammen, dass mich das nicht gleich umbringt. Ein Eisenring und eine neue Styx-Schlinge. Tja, wenn physischer Schaden für mich wichtig wäre, wäre das natürlich nett. 27 zu allen Attributen und 23 für alle Elementarwiderstände. Oh. Das sieht aus wie ein die entehrte Königin.
Ich habe noch vergessen, die Krieger, die auch alle unique sind. Naja, ein paar habe ich von euch schon erledigt. Fehlt jetzt nur noch die Königin. Muss immer schön weit genug weg sein, damit der Eisspeer schon seine zweite Form erreicht. Auge der Eroberung. Schafft euch Zutritt zur Karui-Feste. Das ist wahrscheinlich der Durchgang von Dulben. Das heißt, ich wäre da noch gar nicht reingekommen. Okay, da ist jemand. Nessa! The King of Brian, and he wants me to be. Oh God! Please, I don't know how I'm doing this, nor if I may again. Help me, help us before he, before. Er hat sie zu einer Seenymphe gemacht. Arme Nessa. Tokuhamas Lager. Mal gucken, ob der jetzt da tatsächlich schon drin ist. Let me teach you the laws of war. Ja, super. So, mal gucken, ob der ab Hälfte Leben irgendwie durchdreht und irgendwelche anderen Sachen anstellt. Okay, also da ist er jetzt geschützt. Und ich darf mich erstmal um diese Totems da kümmern. Mal gucken, ob das schon zusammenbricht, wenn eine weg ist oder ich tatsächlich erst alle besiegt haben muss. Ja, sind wohl alle nötig. Also was mir auf jeden Fall gefällt, ist, dass obwohl es ja, in gewisser Hinsicht fordernd ist, ich trotzdem ganz gute Chancen habe, bisher am Leben zu bleiben. Was in der kleinen Arena, in dem anderen Akt, wo er dann rumspringt und eigentlich alles unter Feuer steht, irgendwie ziemlich schwierig ist. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Merkwürdiges passiert, dann sieht das so zumindest ganz angenehm aus. Oh, das waren nochmal neue Totems. Hey, cool. Mein erster Gott. I am Sin, thief of virtue, and it is mine to take what I will from the defeated, to make a gift of it to the victorious. Alas, your mortal frame cannot withstand the unfettered fire of deism. It would turn your blood to mist and scorch your precious flesh black. So choose modestly and choose wisely, for there is much more at stake here than your little hopes and dreams. Das Panthenon. Okay, das heißt, das ist meine erste Tokuhama. Nur eine niedere Gottheit. Okay, deswegen war der Kampf dann auch noch zu bewältigen. Gewährt im Stehen 2% zusätzlich physische Schadensminderung pro Sekunde. Bis zu einem Maximum von 8. 0,5 Lebensregeneration pro Sekunde. Bis zu einem Maximum von 2%. Dazu muss ich Tore uralte Risse einfangen. Wo auch immer der steckt. Und ja, ist interessant. Das ist Nefarius, der das hier bereitstellt.
Und hier oben ist dann Kitava, der dann darauf wartet, erledigt zu werden. Bin ich ja mal gespannt. Wobei, nee, das sind ja dann vier andere, was ich dann gegen Kitava einsetze. Also mal schauen. You've seen Nessa. Talk to her. Well, that's more than I dared hope for, truth be told. This change she's going through, this curse the so-called Brine King has put on her, it can be broken. I know it. You've killed the Karui war god. Can you kill a god? Look, I can't even begin to understand what you've just done. If she is to be of any use to us, the Umbra spirit must be wrenched from her mortal manifestation and lashed to our greater cause. That is your task. For my part, I shall negotiate the terms of her cooperation. With a tragic kiss and lasting embrace, her essence shall pass into me, as if she were a sweet breath from the mouth of my lover. I shall put this simply, for in truth, everything comes down to the simple act of planting a seed in the ground. The gods are rising because you slew the one creature that prevented them from doing so. Your name for it is the Beast. It was I who planted the seed in the rich soil beneath Highgate, who nurtured it, who watched it bloom into maturity, even as I succumbed to its mollifying powers. We gods, we were driven into slumbering darkness to dream away eternity whilst the gentle beast watched over us. I would desire that we return to that blissful state, but my brothers and sisters of deism shall never submit to banishment. They have tasted freedom once more, and they shall not let go of this world until it is pried from their cold, dead hands. The beast was never a cruel master. It didn't want to destroy, to corrupt, to terrorize. It simply existed to exist. I made it that way. Unfortunately, and neglecting to provide it with ambition, I made it vulnerable to the ambitions of others. Queen Atziri and Doriani, Emperor Chittis and Malachi. Others even before them. I created a beast that would free humanity from the tyranny of the gods. And all I really did was provide the perfect tool with which humanity could tyrannize itself. Axiom Prison has been fairly quiet since he saw fit to retire its warden. Afraid that's no longer the case. Chavron of Umbra, the very witch that made Brutus the man he was. I don't know if she's a ghost, a ghoul, or some other death-scorning creature I've never heard of, but she's up there, tinkering away with her black arts and twisting nature around her bony old fingers. You won't find a sailor that doesn't whisper a quiet prayer to the Brine King before casting off. In fact, under the maddening radiance of a full moon, the more superstitious captains would drown some poor slave or failed mutineer just to keep old Tasawagoth happy. You'll not find a more renowned pirate as Whalum Rocktooth Roth. In times when Fairgraves was still a whelp earning his sea legs, Rocktooth was prowling the Strait of Orioth in his ship, the Black Crest. Na, mal schauen, ob ich den noch begegnen werde dann. Gut, dann erstmal weiter Richtung Gefängnis und Chevron of Umbra erledigt. Oh, ein Munich. Einer der neuen Bosse. Ha. Flinker Fanatiker abgeschlossen. Sehr schön. So, wieder ein Versuch, so einen Abgrund zu überleben. But a moment's respite? Nee, kannst du nicht. Munich? Welcher ist denn da der Unique?
Lichtschluckender Albtraum. Hat es denn wenigstens eine Kiste gegeben? Nö. So, dann mal schauen, wie schwierig der wird. Beziehungsweise sie wird. Not you! For my life and my work, I shall not suffer this humiliation again! Ha, sie erinnert sich tatsächlich an mich. Zusammengeflickter Botus. Was macht sie jetzt? Lädt sie den irgendwie auf? Und jetzt fängst du auch an mitzuspielen. Jetzt hast du ihn in Schutz genommen und hast den Platz gewechselt. Da ist Chaosschaden einfach sehr praktisch, weil ich nicht immer den Schild runterbringen muss. So, was hackst du dann aus, wenn du bei der Hälfte bist? Gibt es dann da auch noch irgendwas Neues? Wahrscheinlich lässt nachher Brutus frei und ich muss gegen euch beide kämpfen. Ja. War ja klar. Wo bist du jetzt hin? Naja. Vielleicht ist er erledigt. Brutus war doch kein Gott. And so it begins. My ethereal veins now run with dark ambition. Let's turn that trickle into a torrent. Let's harvest ourselves a grand inquisitor. We too have much work left to do. This world is dull and ugly. An imperfect feast of sights, feelings and smells that repulse and depress. Yet amongst this deformity I have found my sublime calling. This world may be abominable, but to an extent I can be its savior. My obligation is immense, something that will, in all likelihood, consume my life. I cannot rest. My calling energizes me, such as an artist's curse and compulsion. Und jetzt geht's von da aus dann wieder runter, wo ich sonst hingelaufen bin. Ah ja, die kennen wir ja noch, die Gefangenenpforte. Das ist die gleiche wie aus dem ersten Teil. Ja, das hat sich nicht so sehr verändert erstmal. Aber war das nicht... Nee, stimmt, das war im ersten Teil vom Gefängnis. Da war das Ding schon fast zu Ende von der Gefangenenpforte. Ja, mal schauen, was mich hier dann noch erwartet und wann ich hier zum Schiffsfriedhof komme. Der Durchgang, die Barrikade müsste eigentlich noch unten sein. Ja,
Auf jeden Fall sind die Feuerviecher jetzt durch Giftviecher ersetzt worden. Ah, Parasiten. Good work clearing another path through Axiom Prison. I'm starting to think those stories I've heard about you might be true. With the road to the Frisian forest clear again, I trekked through to the forests beyond to see if the strangeness we're seeing on the coast is also happening inland. What I saw nearly froze my heart solid. The animals there, poor wretches, overtaken by some sort of parasite. As close as I can reckon, they're like termites, burrowing into flesh and mind instead of wood. If I'm right, there'll be a nest somewhere, and a queen. If you can find it, destroy it. Those parasites aren't something we want to see around here anytime soon. Yet this goatman god, this Aberarth, seems fair determined to mix his morsels with his spiritual enlightenments. Also der nächste Gott, Aberarth. I have another deity in mind who could be persuaded to donate a little essence to your ongoing edification. Aberarth, a deranged old goat with a thirst for human souls, whose cloven hooves now stand astride the old prisoner's road. He took himself a princess, a lovely thing from a local tribe, and 9 months later she gave birth to something rather unlovely. Mm. The fawn, as wild and wicked as the shaggy god himself. Schooled in his father's ways, the fawn would carry off many more virgins in his time. And thus, the race of goatmen found their footing. Der Faun ist ja auch im ersten Teil schon aufgetaucht, als ich Navali befreien sollte. The puppet mistress was a revered matriarch who nurtured her tribe into greatness through love, peace and fecundity. That is, until her children were slaughtered by Tukohama's brave warriors. Desolation and desperation, they do troubling things to the spirit. And given enough time, what one believes, one becomes. A maggot that festers and writhes in the fetid mud of the wettest lands, Rislatha, the white worm that corrupts the very earth while her heart yearns to replenish her slaughtered brood. Ja, das sind die Parasiten. Da bin ich mal gespannt, wie schnell die alle jeweils auftauchen. Und geht direkt zum Westwald. Aber der war ja ursprünglich im nachfolgenden Akt. Mal gucken, ob es jetzt hier den Seitenweg noch gibt, weil der müsste ja eigentlich dann zum Schiffsfriedhof führen. What are you doing? God drag you to damnation if you're gonna stand by and let this happen to me, to us! Because believe me, the Brian King has far greater appetites than one nothing of a girl from Oriath. It doesn't matter what he'll do to me now. It's what he'll do to Rayclast. Yet there's hope. There's always hope. If only you can reach Mervale's cave. If only... Teil des Feuertrinkers. Also mal gucken, was es hier hinten gibt. Okay. Der Gott. Okay, einer ist schon weg. Wenn wir aufpassen, dass ich nicht zu dicht rankomme, wenn die solche Lava-Dinger hinterlassen. Und wie lange bleibt das Ding jetzt? Okay, kommen die nächsten. Okay, zweite Runde. Cool. Haben sich ja echt was einfallen lassen.
Also, zweite Arena. Jetzt muss ich vor allem schauen, dass ich die ja möglichst zusammen an einer Stelle bündle. Damit nachher nicht alles versperrt ist. Ja! Wenn man den Kampf erstmal verstanden hat, lässt er sich auch ganz gut lesen. Aber Treffer kann ich halt keine einstecken. Hey! Der nächste! Good souls were hard enough to come by without that parched old goat drinking his fill. You have done humanity a noble service. 5% erlittener Feuerschaden. 100% verringerte Wirkung von brennendem Boden. Das heißt, der wirkt dann überhaupt nicht mehr auf mich. Ah, hier kann ich es auch ändern. Gut, dann heißt es jetzt doch zum Wald zu gehen. Okay, Avarad ist erledigt. Puppenspielerin kommt dann wahrscheinlich noch. Das passt natürlich dann zu dem Wald, da wo ja auch die Hexe vorher gewesen ist. Ja, die, die ich vorher gekillt habe, sind jetzt als Untote wieder erwacht. Und die sind genauso infiziert. Da ich im ersten Teil alle drei Bosse gekillt habe, dürfte sich das jetzt hier ja so auswirken, dass keine von denen da ist. Mal gucken, ob noch irgendein Waldstück noch Spinnenweben hat. Oder ob da, wo die Spinne saß, dann die Puppenspielerin sitzt. Ja, es gibt noch Spinnenweben. Und geht's da zur Puppenspielerin? Alles zugewuchert. Oder zugesponnen vielmehr. Wenn jetzt hier nicht mittendrin noch irgendwo eine Überraschung wartet, dann geht's nur weiter zum Fluss. Wobei, das sehe ich auch auf der Karte dann. Ja, es gibt nur eine Verbindung. Dann gibt es hier kein weiteres zu entdecken. Ah. Und weite Proklamation. Das Ding ist kaputt gemacht worden. Oh. Ah. Wie hier? Das war ja mal eine nette Überraschung. Ja, also die Puppenspielerin ist da oben. Oh, da ist der kaputte Wegpunkt. Und der Weg zu Lorata oder durch ist eingestürzt. Okay, dann ist sie jetzt da unten. Was ist das denn?
3 von den Dingern. Also die ganzen Monster sind auf jeden Fall reine Staffage. Die kommen ständig wieder, aber dann auch keine Erfahrungspunkte mehr. Das heißt, ich muss diese komischen Dinger da kaputt machen. Okay, der erste ist erledigt. Also am besten einfach direkt da rangehen und die Dinger erledigen. So, was passiert jetzt? Doch, zieh jetzt auf. Ja. Bin nicht mal sicher, ob die überhaupt. Ja, wieder steht Chaos. Sollte es wahrscheinlich doch besser mit Eis probieren. Ja, da geht schon deutlich mehr. Na komm. The Asmeri believed that one day this world of ours would collapse under the weight of Ruslatha's offspring. A frightening thought, and thankfully, a mistaken one. Na dann probieren wir gleich mal das nächste aus. Ja, ihn habe ich auch erledigt, das heißt, sein Lager ist genauso verfallen wie das von der Hexe. Ja, dafür laufen hier aber noch eine ganze Menge Leute rum. Da sind alle von der Göttin beeinflusst. The ship graveyard's blocked off. Damn it! That means that Brine King bastard knows you're coming after Nessa. In that case, you'll have to pass through Prisoner's Gate, follow the mountains, and make your way back to the sea by way of Mirvale's caverns. From the sound of it, Nessa's in no condition to venture far from the coast, so she has to be around there somewhere. Mal gucken, ob das jetzt das Camp dann ist. Das heißt, vom Camp dann wieder nach unten durch Mervils Kavernen durch. Aha. Mal wieder ein Unique. Das sind gleich mehrere. Ah, noch einer. Der dritte. So, man muss ja da unten jetzt zu den Kavernen wahrscheinlich gehen. Der Durchgang zum Lager ist auf jeden Fall gesperrt. Ach genau, das, der Südwald ist ja das, das unterhalb vom Lager gewesen ist. Also von da, wo ich eigentlich aus den Kavernen rausgekommen bin. Naja, dann sollte es ja jetzt nicht mehr allzu weit sein. Haufen Fallen. Von wem sind die denn gelegt worden? Aber das heißt, das ist der Zugang, den haben sie vermiemt. Das heißt, das war jetzt der Umweg, um tatsächlich in das kurze Stück eigentlich zu kommen, weil normalerweise war der Weg ja relativ klein.
Und die ganze Fläche war relativ klein im Südwald. Die ist jetzt um einiges größer. Oh! Ein neuer Monsteraffe. Urschädel, der mutwilliger wird. Oh, ja, jetzt hat er noch den Symbionten da drauf, den Parasiten. Der Gehirnfresser. Okay. Da ist der Wegpunkt. Und da geht's auch zu den Kavernen. Nessa. The Brand King, his time has almost come. Then hope will be... I will be gone. Please, take the black flag. It once fluttered from the mast of the Black Crest, Wailam Roth's ship. Throw it into the flames of the beacon. It's your only chance of reaching me, of turning this tide. The king can't keep secrets like this from me any longer. It's just the way of things. Find me, please, before... Also dann auf zu diesem anderen Ding. Sind schon die Flutwellen von ihm. Hat er die Kavernen unten schon überflutet. Oh, sind nicht mehr viele Monster übrig. Dann kann da unten ja nicht mehr allzu viele sein. Was hier unten ist einer? Vögelknacker. Und? Das ist keine zweite Phase. Du musst das Feuer im Leuchtturm entzünden, um zum Riff des Gischtkönigs zu reisen. Und da drin findet dann der Kampf statt. Mal gucken, inwieweit das dann der erste große hiervon ist. Da sitzt so ein kleines Vieh drauf und dann springt da so ein Monster ab. Ja, das Ding kann ja was werden. Zwei von den Teilen müssen dann also nach oben gebracht werden. Ja. Wahr sein. Irgendwann mal aufhören, das gibt's da nicht. Also
soll ich denn die da durchbekommen, wenn die so schnell wiederkommen? Okay, Nummer 1 ist drin. Schwere Geburt. Echt ein Käse. Okay. So, der Leuchtturm brennt. Und jetzt? Okay, du fährst mich darüber. So you're the shite that's gone and summoned me to the beacon, eh? Damn it all. Rules is rules and now I'm bound to you. The legendary Wailam Roth, captain of the Black Crest, cursed to be the undead slave of some lowly outcast by the looks of it. You got an ass for a brain in a tick skull of yours? Of course I'll ferry you to the Brine King's bloody reef. I'd be wanting to discharge this accursed duty and get back to me afterlife. It's not right. Not natural being above water without a beating heart in me chest. So get yourself aboard and be quick about it. Right, well on with it then. Go find yourself a salty sovereign to the throne. Fool's errand, if you ask me. Lord of Salt and Scales, what we used to call him. They say, when the gods got the boot from our lands, that monstrosity went to sleep down in the deep. Dreamed the kind of dreams that cause all sorts of guild abominations to rise up, to plague and hunt us for what he thinks we must have done to him. Old Salty Sargoth, pickled in a thick brine of ignominious carnality. Vanity was Sargoth's downfall, and I think he grew his shell just to shield himself from the shame of it all. When I first met Sargoth, he was a seafaring chieftain, the beloved leader of a prosperous and sprawling fisher tribe. It was the curse of legacy that made him into the blasphemous Brine King, an endless madness of propagation and disappointment, all in the vain hope of recreating himself. You've the debt of the mighty Black Crest under your feet, and old Wailam himself to man the helm. Well, I'll be a pirate's monkey, mate. You sure do know how to travel in style, Exile. Das ist gar nicht mein Golem. Das sind Korallen. Boah, ein Sechser. So courageous. Such a fine example of womanhood. I simply knew you wouldn't disappoint me. Or my husband. You see, His Majesty could never be satiated on his wedding day by one bride alone. Thank you,
my new sister. I shall always treasure your company. Nein! Was ist mit Nessa? And thus the Lord of Salt and Scale sinks to feed the fishes that flit amongst the ruins of Soartha. Come and jest of his divine juices while they are all washed away. How did you? You're still breathing. Bloody barnacles on me ass. You, my new friend, are a legend of the high seas to behold. I tell you what, I've already done my bit getting you here, but if you're looking to sail on to Frisia, me and the Black Crest would be honored to take you. Ja, zumindest mal den Wegpunkt da drüben aktivieren. Hold on to your cockles, me hearty. The sea betwixt here and Frisia be the most ill-tempered there is. Is hoping you've as much steel in your gizzard as you seem to in your heart. Cast off! What'll I do now? This here broken bridge speaks to me some. A fair place to rest my old bones for a bit. Okay, das ist also jetzt die andere Seite. Ja, wir sind jetzt irgendwie hier oben. Und hier war ja die, genau, die zerstörte Brücke. Jetzt der Startpunkt von da aus. So, mal gucken, was die all anderen aus Löwen aus Watch noch zu sagen haben. I'd hope for a chance to see Nessa again. Dreamed it like some poor bloody child believing in fairy tales. No, she's not one of us anymore. But at least she's not like Mervale either. Can't overlook a mercy like that. Who knows? Perhaps Nessa is better off this way. Not like this is much of a home to come back to anyway. Look, I know you did what you could. And for that, you'll always have my thanks. Yeah, schade. Nessa. She's not coming back to us, is she? Can't say I'm surprised. What with everything she's been through, what she's become. I wish her all the happiness she can find out there in the sea. More than she could muster on this God's awful land of ours. Ist sie irgendwo abgesprungen und lebt noch? Bin auch als Meerjungfrau. The Black Crest. She lives again. And my granddaddy. Still can't believe Mervale did that to him. The bilesome bitch. At least his spirit roams free once again. Wonder if he'll come and visit his favorite granddaughter one more time. Anyways, with the Brine King gone, you've done a fine thing for us seafarers. The waters won't no longer pander to the whim of an overgrown bloody crustacean. And damn me if I don't feel a stirring in me loins. It's the ocean calling like a lust-starved lover. Okay, Nessa ist gerettet, na immerhin. Soweit für heute. Der... Ja, sechster Akt nun abgeschlossen.
Und beim nächsten Mal geht es dann in Akt 7 weiter. Dann gilt es hier, die alten Freunde zu besuchen und mit ihnen zu sprechen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.